Wäsche, Unterwäsche, ich wusste ja gar nicht, dass Libra solche Sachen trägt. Ich vermute mal, dass dir das früher ganz gut gefallen hat. Entschuldigt. Das könnte man vielleicht nochmal durchlesen. Boah, was für ein Gestank. Schuhe, meine Größe. Das siehst du mal, Grandy. Mäh. Die Kisten sind alle leer. Alle leer. Nun denn, Bücherregal, jede Menge Bücher, heiliger Strohsack. Was sind denn das für Titel? Von den Vampiren oder Menschensaugern? Von Werwölfen und anderen Tiermenschen. Künstliche Menschen, schwarze Messen. Eine Fundgrube des Wissens. Ein Teddybär. Solange ich hier nicht alles untersucht habe, werde ich mich in diesem Haus nicht schlafen legen. Diese Tür. Nein, Freunde, nicht öffnen. Da wartet nichts Gutes dahinter. Ja, Grandy, ich spüre es auch. Aber ich spüre auch, dass wir da durch müssen. Unser Schicksal erwartet uns hinter dieser Tür. Ich kann auf dieses Schicksal gut verzichten. Ich will da nicht rein. Kommt, Grandy, wenn Fräulein Libra meint, dass es notwendig ist. Dankwart, ich weiß, was sich hinter dieser Tür befindet. Dann sagt es uns, Grandy. Es ist ein Kinderzimmer. Wage es nicht, dich an ihr zu vergreifen, du Unhold. Wer sollte mich daran hindern, du etwa oder deine schwächliche Frau? Stell dich, Blutsauger, wir werden sehen, wer diesen Kampf für sich entscheidet. Du langweilst mich in deinem billigen Zornsterblicher, ich töte dich ein andermal. Eine magische Barriere, du feiger Hund! Der Herzog nimmt sich jetzt, was ihm zusteht. Nach neuem Recht darf er überall seine Untertanen verfügen. Ich fange mit eurer Tochter an. Nein! Schweig, Weib, an dir werde ich mich morgen messen. Euer Kind jedoch ist für meine Gefährtin Doria. Sie mag es jung und saftig. Und was dich angeht, Grandy, ich denke, ich werde dich leben lassen. Ohne deine Familie wirst du zugrunde gehen und deine Mitverschwörer werden erkennen, was es einbringt, sich gegen mich zu verschwören. So. Einfach improvisiert. Fuck, war der Sound gerade laut, gen? Ich will da rein, da war eine Truhe. Es tut so weh. Ich weiß, Grandy, mir tut es auch weh. Ich kann euren Schmerz nachfühlen, meine Kinder. Ich selbst habe ihn vor Jahren spüren müssen. Dieser Schmerz wird nie ganz verschwinden. Trotzdem war es wichtig, die Tür zu öffnen. Es war auch die Tür zu euren Herzen. Und jetzt weiß jeder von uns, warum wir nicht aufgeben dürfen. Wo gehst du hin? Ich werde im Gasthaus übernachten. Ich denke, ihr solltet die erste Nacht in eurem Heim besser ungestört sein. Vielen Dank für alles, Dankwart. Nein, liebste Libra, ich habe euch zu danken. Bevor ich euch traf, war ich auf meine Art genauso untot wie der neue Herzog von Düsterburg. Gute Nacht, Dankwart. Gute Nacht, meine Kinder. Hey, intensiv. Und so viel Text. Ha. Gute Nacht, Libra. Gute Nacht. Schatz. So, erstmal nochmal Luft holen. Ich hoffe, ihr seid ausgeruht. Da draußen gibt es noch einiges zu tun. Erstmal wieder da hoch ins Kinderzimmer und gucken, ob wir da in dem Dings die Truhe antatschen können. Ach, fu. Mann, also es ist nur eine Spielzeugtruhe für die Kinderchen. Können wir Hundi wieder mitnehmen? Nö. Na toll. Egal. Geld haben wir? Was machen wir jetzt? Naja, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Gehen wir mal wieder ins Gasthaus? Hallo, Grandy. Ha. Ist das Schildkrötenrennen vielleicht rum? Sieht nicht so aus. Was steht jetzt an? Okay, na.
Ach ja, jetzt wo der Herr Dankwart wieder da ist, wird sicher alles besser. Hm. Ich bin verwundert. Mit bloßen Händen geht's nicht. Ach, können wir nicht irgendwo eine Brechstange kaufen? Wir gehen mal gleich wieder zum Händler. Nein, ach stimmt, beim Bürgermeister können wir ja mal vorbeischauen, ob er das Ding mittlerweile unterzeichnet hat. Hallo. Kaufen. Ach so, die stimmt, die hat ja nur die magischen Dinger da. Und sie guckt, sie stalkt uns, sie schaut uns übel hinterher, ja, ja. Wir benötigen normale Handelswaren. Spitzhacke, Kletterhaken, Haken. Laterne. Haben wir noch nicht, oder? Doch eine. Futternapf brauchen wir nicht mehr. Pfeifenkraut haben wir. Knochenknackmagazin haben wir. Ha. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen könnten. Ah, komm, reden wir noch einmal mit dem über Waffen. Man weiß ja nie. Ah, aber ich habe von einem Zwerg namens Fulgor gehört, er hätte hier eine Rüstung bestellt. Da müsst ihr euch wohl verhört haben, es sei denn, er hat... Ja? Nein, ganz sicher nicht, hier gibt es keine Waffen. Vielen Dank für die Auskunft. Hä? Mann, dann gehen wir jetzt wieder zu Fulgor. Das da gibt's ja nicht. Ja, stimmt, wir haben ja eh kein Brecheisen bekommen. Fulgor! Nochmal hallo, liebe Leute. Nicht so gut. Ich war bei dem Händler, den ihr mir beschrieben habt. Er sagt, er verkauft keine Waffen. Vielleicht nicht an jeden, der daherkommt. Besondere Kunden kennen natürlich das Passwort. Passwort? Davon hattet ihr davor nichts erwähnt. Naja, ich wusste schließlich auch nicht, wie ernst es euch damit ist, wenn ihr jetzt nur noch... Was wollt ihr? Nichts Großartiges. Nur eine Sympathiebekundigung eurerseits. Seht mal, meine Kehle ist von dem ganzen Gerede schon ganz trocken. Kenn ich? Ein kleines Bierchen würde da Wunder wirken. In Ordnung, Fulgor, ich hol euch euer Bier. Hallo, Gwendy, gib mir ein Bier. Danke. Nochmal hallo, liebe Leute, wie geht's, wie steht's? Habt ihr mir mein Bier mitgebracht? Klar doch, Fulgor. Hier, nimm einen Schluck. Ah, danke, ihr seid so gut zu mir. Das war der, nicht ich. Das hat gut getan. Nun zum Geschäft. Ihr müsst dem Händler gegenüber das Losungswort nennen. Dann lässt er euch an seine Waffen. Und das Losungswort wäre? Speckschwarte. Speckschwarte? Ja, genau. Ihr braucht mich nicht so anzusehen. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Ist schon in Ordnung, Fulgor. Vielen Dank nochmal und mach's gut. Gut. Dann können wir uns jetzt ja Waffen schnappen gehen. Hm. Vielleicht auch eine Spitzhacke, das wäre ja was. Schön, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch helfen? Waffen. So, dem Herzog ist wohl klar, dass man mit Waffen keine Speckschwarte verdienen kann. Wenn der Herzog sich da mal nicht geirrt hat, kommt einfach um die Theke herum und klettert die Leiter hinab. Mein Sohn kümmert sich dann um alles Weitere. Danke. Ah, der Ronak ist der Sohn. Da war ja was. Der Rank, nicht Ronak. Seid gegrüßt, guter Mann. Wir würden gerne ein paar Waffen kaufen. Da seid ihr an der richtigen Stelle. Was? Armbrust, ist klar. Ja, was? Wie teuer? Ah, ein Brecheisen. Perfekt. So, hier haben wir Rüstungen, Schild, Armbrust, Kriegsstab, Hirschfänger. Ach, ein Dolch, ja. So. Ihr habt einen guten Kauf gemacht, danke. Oh, das kann man zweimal ausrüsten, ach du Schande. Das ist natürlich sehr sehr verlockend. Die behalten wir mal noch, die schwere Armbrust. So, der Hartholzharnisch kommt weg, der Holzhelm weg, so, auch wenn es ihm geholfen hätte, ne?
Den ganzen Kram verkaufen wir natürlich. Das nicht. Tigerzähne, weg. Kurzschwert, weg. Zwergenrüstung, brauchen wir auch nicht mehr den ganzen Kram. Glaube ich zumindest. Mindest. Gut. Kaufen. So, was machen wir noch? Das bringt ja, also das unterstützt ja nur die normalen Angriffe von denen. Ach, ich weiß gar nicht. Leichter Helm. Naja. Nö, dann sparen wir. Ich bin da immer sehr geizig. Yeah, was ein Angriff. Danke, Rank. Du bist voll der Schatz. Ah, jetzt haben wir ja ein Brecheisen. Stimmt. Speichern, Menü. Zack. Und dann gehen wir mal einfach in die Kanalisation, beginnend. Dort oben links. Und zack. Ja, hier unten war was. Alles voller Zombies, stimmt. Der Durchgang nach oben ist irgendwie verbaut. Okay. Das Gatter ist verschlossen. Ich sehe keine Möglichkeit, es zu öffnen. Voll die Zombie-Geräusche. Alter Wiedergänger. Okay. Mal gucken, ob das reicht. Nein, es reicht nicht und er macht einen Mörderschaden. Wow. Ach du Schande. Der hält ja echt ganz schön viel aus. Ui. Nicht schlecht. Ich wusste doch, dass hier unten irgendwas war. Oh, da hinten ist eine Truhe. Da müssen wir irgendwie drankommen. Also hier schon mal nicht gut. Entschuldigt bitte. Oh, hier haben wir noch eine Frau. Ja. Ich würde sagen, wir hauen einfach alles rein, was wir haben. Oh, der Feuerball hat jetzt hier nicht so viel Schaden gemacht. Okay. Mann. Recht ernstzunehmende Gegner. So, jetzt sind wir wieder gestärkt und können ein wenig voranschreiten. Ah, schade, ich habe gehofft, wir könnten dadurch die Mauer, wo das Loch, also wo die Risse drin waren. Heulendes Elend. Hoffentlich dürfen wir das angreifen. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Es wäre schlimm, wenn nicht. Und du blödes, hässliches Bettlaken. Du musst dran glauben. Oh, Schande. Libra ist ja fast tot. Dann müssen wir ihn jetzt fertig machen. Komm. Huh. 800. Oh yeah, das lohnt sich doch. Schande, wie sich das hier lohnt. So. Was haben wir denn hier? Wer stört mich in meinem Leid? Wow, was bist du denn für einer? Ich bin der König der Toten. Ich wache über die Verstorbenen. Dieses furchtbare Leid. Freu dich doch, dass du König bist und lass die Jammerei sein.
aber ich bin so allein. Oh, oh, diese ewige Einsamkeit, dieses Leid. Oh, oh. Da klingeln einem ja die Ohren. Können wir dir irgendwie helfen? Was können wir tun, damit du mit der Brüllerei aufhörst? Ich suche eine Gefährtin. Sucht mir eine Gefährtin, bitte. Na, ich kenne ehrlich gesagt keine Frau, die sonderlich scharf drauf wäre, mit so einem angeschimmelten Typen wie dir abzuhängen. Dann holt mir eine Frau, die selbst genauso schimmelig ist wie ich. Bitte, tut es für den Armen erhalten. Ich kann es ja mal versuchen, aber diese Schimmelfritzen versuchen normalerweise Hackfleisch aus mir zu machen, anstatt zu reden. Bietet meiner zukünftigen Braut diese Krone da. Sie wird meinen Ruf verstehen und euch folgen, kehrt dann hierher zurück. In Ordnung, ich werde sehen, was ich machen kann. Werden wir jetzt noch weiterhin angegriffen? Okay, anziehen können wir sie nicht. Hä? Okay, vielleicht funktioniert es nur auf Frauen. Weiß ich jetzt nicht. Naja, schauen wir mal, ob wir eine... Au. Ob wir eine Zombie-Braut für den Mann finden. Eieiei. Tut mir leid, echt. So. Und jetzt geh drauf, Kumpel. Zack. Oh. Und wieder ganz viel Geld und so ein Schmarrn. Können wir die Krone denn irgendwie ausrüsten? Nö. Ah, Grandy, so. Nö. Gegenstände, was haben wir denn? Haben wir einen... Oh, wir haben tatsächlich einen Magietrank. Das kommt richtig gut. Wir wollen ja nicht alles wieder spawnen, wenn wir hier jetzt irgendwie rausgehen würden. Okay. Da steht was. Da hat jemand was an die Wand geschrieben. Ich schreibe mir das mal gerade auf. Eine Sekunde. 2, 10, 6, 4, 12, 8. So. Jetzt sind wir auf alle Eventualitäten vorbereitet. Okay, kann ich hier was eingeben? Ups. Nö. Na dann, komm her, Geist. Heulendes Elend. Machen wir das mal fertig. Das gibt wieder so gut EP. Au. Was? 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 So wenig Schaden. Ach Mann. Oh Mann. Als wäre es stärker als das andere. Ah, ich glaube, das kriegen wir in einem Gang nicht durch, das hier. Oh, verdammt. Müssen wir uns erst mit ein bisschen was eindecken. Weil die Gegner sind hier doch recht stark und ohne genügend Heil- oder Mana-Tränke wird das hier wahrscheinlich dann doch eher nix. Schande. Boah. Schlösser... Was? Jetzt haben wir Schlösser knacken gelernt? Okay. Nein, die verbrauchen wir nicht. Dankwart. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um gerade. Vielleicht finden wir noch eine... Nein, das ist ein Kind. Schande. Egal, das dürften wir ja wohl noch schaffen. Und danach werden wir dann mal schauen, ob wir noch eine Frau finden. Hey. Damit der Zombie King happy ist. Yay. Yay. So, da links ging es nicht weiter.
Okay, ich glaube nicht, dass das jetzt eine gute Idee wäre. Hä? Haben wir da einen Zombie? Wir haben einen Zombie gespawnt. Ich glaube, wir werden da jetzt nicht groß dran rumspielen. Denn das überleben wir, glaube ich, nicht. Ja, meh. Wir gehen jetzt in unser Haus einmal pennen. Oder decken uns vorher noch mit Tränken und so ein. So, schön uns zu sehen, ich weiß. Kaufen. Was? Der hat keine Mana-Tränke? Wie, der verkauft keine Mana-Tränke? Hm. Dann müssen wir mal schauen, ob das in den Ostmarken der Fall ist. Und wie auch immer. Ja, hier die ganzen Skelettviecher auf den Türmen, auf den Zinnen. So. Zack. Ostmarken, wir kommen. Komm, du hast doch Mana-Tränke für uns, Schätzchen, oder? Magietrank. Wunderbar. So, holen wir uns mal 20 Heilkraut. Können wir auch noch was brauchen? 50, so. Das reicht. Gehen wir auch gerade hier ins Inn, dann haben wir das hinter uns. Hallo, wir möchten schlafen. Ja, komm. Während wir schlafen, könnt ihr euch ja die schönen Bilder betrachten und den brennenden Kamin, der dauerhaft brennt. Die Frau, die immer am Kochen ist, das ist echt übel. So. Frisch gestärkt sind wir. Frisch eingedeckt mit allem, was wir brauchen, um hier... Ja, der Herzog ist zurück. Mach Platz, du fettes Schwein. Und direkt wieder die geile Mucke. So, wir sind wie gesagt frisch gestärkt. Speichern hier mal kurz. Und ich mache hier mal eine Pause. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit der Kanalisations-Kompletterkundung. Bis dann. Ciao.